Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, Leitungen und Kabel sind unser Thema. Und wieder müssen wir uns durch irgendwelche Bezeichnungen quälen und wieder werde ich die einfach auflisten, dass vorbei ist, okay? Diesmal geht es um Leitungen im Datenverkehr, ja, in Datennetzen. Leitungen in Datennetzen sind wichtig, brauchen wir nicht drüber reden, haben eigene Bezeichnungen. Fangen wir an. Das erste ist der Name, falls er einen hat. Ja, hauptsächlich Twisted Bear haben solche Namen. Ja. Typ Name. Da gibt es zum Beispiel UTP, Unshielded Twisted Bear. Ja. Wie schaut das aus, so ein Kabel? Das ist die Hülle, die Kabelhülle. Und in der Kabelhülle drin ist dieses Twisted Bear Kabel, welches einfach da miteinander verschränkt ist. Ja, ich zeichne da so, schaut das aus, was da drinnen. Und da drin, das sind isolierte Sachen, da drin ist es Kupfer. Ja, da ist Kupfer, Drahtl, steht da raus. Ja. Unshielded Twisted Bear. Dann gibt es Shielded Twisted Bear, STBs. Die sind üblicherweise, gibt es da einen Mantel. Ja. In dem Mantel drin ist ein geschildetes und dann ein zweites geschildetes mit einem Schild einfach ausgeführt. Da sind mehrere Twisted Bear Kabel drin, ja? Und da haben wir auch, da drin ist dann wieder, also das da, vielleicht mache ich im Mantel eine andere Farbe, ja? Machen wir im Mantel braun, ja? Das ist vielleicht klarer. Das ist nur isolierend, oder? Ja. Und das da drin, das ist ein Schild, also das ist ein Metallfolie üblicherweise. Aha, so schaut das aus. Haben wir ein Pärchen, ein Twisted Bear, und dann machen wir noch ein zweites Pärchen hinein. Machen wir das diesmal grün und hellblau, warum nicht? Ja. Aber jedes Paar ist praktisch für sich geschirmt. Ja. Vielleicht schaue ich dazu, das ist der Mantel. Und da haben wir nachher nur, wenn man einen grauen Stift findet, Schirm. So schaut das aus. Und dann gibt es noch das SSTB, ist Shielded Twisted Bear. Ja. Wie schaut das aus? Wie der Mantel. Dann gibt es darum einen Schirm, ja, da ist ein Schirm, das ist üblicherweise so ein Drahtgeflecht. Und da drin sind nur mal geschirmte Twisted Bear Kabel. Also die Twisted Bear Kabel sind nochmals geschirmt. Und jetzt mache ich es der Vollständigkeit halber aber schon noch hin. Ja. Vielleicht mache ich nicht ganz so viele Twists, hören wir da gleich auf. Kupferkabel schaut aus. Das ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Muss ich mich wieder loben, ne? Sonst macht es ja keiner.
Da sind's drin, ja. Also das ist dieser Typ und Name. Okay. Dann die nächste Angabe hier. Ja, das da. Das ist die Datenrate. Okay. In Megabit pro Sekunde etwa. Zum Beispiel 100 Mbit. Oder 1G. Oder 1000 schreibt man oft. Ja, 1000. 1 Gigabit. Man kann das G dazu schreiben, 1G ist aber unüblich, da schreibt man lieber 1000, aber 2G, 3G und so weiter, da schreibt man das G dazu. Das Space ist immer drin. Und das Letzte, was da hinten noch dazu kommt, ja, das ist entweder die maximale Leitungslänge, in 100 Metern, also zum Beispiel 500 Meter. Das ist aber eher historisch, gell? Das ist eher historisch, weil das ist eigentlich bei Koaxialkabeln, da wurde das angegeben. Heutzutage macht man oder Kennbuchstabe. T, Twisted Pair, Twisted Pair, sowas da, Kupfer, ja, oder F, Fiber Optik, ja, Lichtwellenleiter, und dann gibt es noch FX, X heißt Extended. Okay. Koaxkabel hat man sicher auch schon gesehen, wie das aussieht. Koaxkabel hat irgendwo einen Mantel, ja. Dann hat es einen Kupfer, dann da drin gibt es eine Isolierung, welche Farbe mache ich Isolierung, die mache ich grün. Und da drin gibt es noch die Kupferseele. So schaut ein Koaxialkabel aus. Da waren diese, zum Beispiel Tenpace 2 oder Tenpace 5 oder sowas. Da waren das, also dieser Mantel. Schirm. Oder Außenleiter hast du da. Isolierung. Und dann gibt es noch einen Leiter. Wellenwiderstand 50 Ohm hat das gehabt. Das ganze Ding heißt Koaxialkabel. Ist historisch. Manchmal sieht man es noch. Ja, so haben früher die Netzwerkkabel ausgesehen. Heute kennt man das vom Fernsehen, von Satelliten, Kabel und so weiter, ist praktisch das gleiche Kabel. Vielleicht hat es einen anderen Wellenwiderstand, aber vom Aufbau her auch schon ganz gleich. Ja. Wie gesagt, 50 Ohm Wellenwiderstand war das bei Ethernet. So hat das ausgesehen. Und die Fiber Optics, ja, da gibt es Mono-Mode und Single-Mode Fasern und die unterscheiden sich dann ein bisschen in der Dicke. Ja, aber im Endeffekt schauen sie auch genauso aus, die Fiber Optics. Die haben dann irgendwo einen Mantel. Ja. Und da drin sind zwei Cores, oder zwei Leiter. Ja.
Wobei es keine Leiter in dem Sinn sind, sondern eben zwei schaut aus wie Isolierungen. Ja. Und da drin sind jetzt so diese Glasfasern. Ja. Das sind Glasfasern. Das heißt Lichtwellenleiter. Zahnmantel. Und diese Fibers, wie gesagt, da gibt es das Monomode, da ist halt nur eine bestimmte Wellenlänge drin, da gibt es Multimode, da sind mehrere verschiedene Wellenlängen drin und die kennen dann unterschiedliche Übertragungsraten. Aber ich sage halt einmal, so genau braucht man sich damit nicht beschäftigen. Ja? Nur, dass wir wissen, wie das ausschaut. Ja? Also eigentlich schaut es aus wie ein Kabel. Ja. Es gibt dann Spleißgeräte und Verlegevorschriften mit Biegeradien und so weiter. Aber ja. Also das sind Leitungen in Datennetzen. Ja. War auf alle Fälle schon mal ein bisschen interessanter, finde ich, wie die letzten Videos. Hoffen wir, es bleibt so. Das nächste Mal sprechen wir nämlich über Verrohrungen. Ja, Installationsrohre. Es geht um Installationsrohre, kennt auch jeder, jetzt ziehe ich mal Kabel ein, wie dick muss denn das sein, was kann ich da einziehen in so Installationsrohre, oder was gibt es, da gibt es ja auch verschiedene im Baumarkt, wenn man da schaut, da gibt es ja ganz viele verschiedene Installationsrohre. Ja, werden wir über das ein bisschen sprechen, ja, im nächsten Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, auf Wiedersehen.